Einen schönen, hoffentlich entspannten zweiten Advent wünsche ich euch und begrüße euch ganz herzlich zur Trailer Rotation mit Videos zu kommenden Spielen, aber auch mit Trailern zu aktuellen Spielen, wie zum Beispiel zu Teardown. Das ist ja schon seit Oktober 2020 im Early Access auf Steam gibt und das diese Woche den zweiten Teil seiner Kampagne bekommen hat. Ja, das Spiel hat eine richtige Kampagne. Es ist nicht nur ein Zerstörungssimulator, der trotz des Klötzchen-Looks mit richtig toller Technik aufwarten kann, sowohl was die Zerstörungsengine angeht, als auch die Beleuchtung oder die Wettereffekte. Nein, es gibt auch eine richtige Story-Kampagne und die ist jetzt komplett. Die Version ist jetzt bei 0.9 angekommen. Irgendwann demnächst wird es also auch ein Early Access Ende geben mit Version 1.0. Dieses Jahr wird das aber wahrscheinlich nicht mehr passieren. Nichtsdestotrotz, ihr könnt jetzt die komplette Kampagne von Anfang bis Ende durchspielen. Weiter geht's mit Horizon Forbidden West, das ja schon im Februar nächsten Jahres rauskommen soll. Ich finde das immer noch total surreal, dass das schon so nah ist und man noch verhältnismäßig wenig davon gesehen hat. Aber es gab zumindest auf dem offiziellen PlayStation-Blog ein paar neue, kurze, bewegte Bilder zu den Siedlungen und der Spielwelt, die ein bisschen unterstreichen sollen, wie authentisch, zumindest innerhalb des Settings, die Welt gebaut ist. Wenn ihr mehr Details dazu wissen wollt, der Link zum Blog-Eintrag ist unten in der Videobeschreibung. Das, was wir jetzt hier sehen, muss gar nicht zwangsläufig in einem tatsächlichen Spiel münden, denn das ist jetzt erstmal nur ein kleiner Unreal Engine 5 Teaser vom Entwicklerstudio Arcosaur Games. Das sind Macher von in erster Linie Mobile MMO-Spielen. Eine neue technische Demonstration gab es auch zum kommenden Open-World-Rollenspiel Crimson Desert, das wahrscheinlich 2022 rauskommen soll und von Pearl Abyss entwickelt wird. Das sind die Macher von Black Desert Online. Allerdings soll Crimson Desert kein MMO werden, zumindest nicht in erster Linie, sondern ein storygetriebenes Rollenspiel, das man allein oder im Koop erleben kann, bei dem es aber im Endgame-Bereich tatsächlich auch eher klassische MMO- oder Online-Rollenspiel-Elemente geben soll. Da ist von Dungeons, Gruppenspielen, Schlachten um Festungen und PvP die Rede. Wie das genau funktionieren soll, ist allerdings noch nicht so richtig klar. Das ist sowieso ein Spiel, das durchaus noch viele Fragen aufwirft, das aber auch mit seinen bisher veröffentlichten Trailern sehr beeindrucken konnte. Und zum Einsatz kommt da auch eine neue Grafikengine bzw. eine überarbeitete Grafikengine, die hier diese Woche mit ein paar kleinen Clips demonstriert wurde. Ich hatte teilweise auch gesehen, dass dieses Material von manchen auf YouTube als geleaktes Material aus Crimson Desert präsentiert wurde. Das ist aber Quatsch, das ist nicht geleakt. Das ist einfach ein Teil einer technischen Präsentation gewesen, die die Entwickler gegeben hatten und wo es auch einen längeren Artikel zu gab. Den habe ich euch unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Müsst ihr euch dann allerdings über einen Google Translator anschauen, denn das Studio kommt ja aus Südkorea und der Artikel war auch in Koreanisch verfasst. Aber wie auch immer, in diesem Artikel wurden ein paar neue Clips gezeigt. Nicht nur diese Videos, die wir jetzt hier hintereinander sehen, die die Wettereffekte demonstrieren, die auch ein bisschen die Laub- und Schneedarstellung zeigen, sondern auch sowas wie Luftwirbel in Form von ganz kurzen Webem-Videoclips. Dementsprechend musste ich die auch ein bisschen hochziehen, weil die nicht ganz so hoch aufgelöst waren. Das könnte also etwas mehr aufpixeln, als das eigentlich geplant war. Die ganzen Einspieler waren eher dafür gedacht, dass die in einem Laufartikel als kleine Unterbrechung und Demonstration dienen. Und ich habe sie hier ein bisschen zweckentfremdet, um sie euch mal in groß zu zeigen. Dieses Video wird euch präsentiert vom intergalaktischen 3D-Arcade-Shooter Chorus.
schlüpft in die Rolle von Nara, die aus den Fängen eines mächtigen Kults entkommen ist und nun gegen ihre einstigen Meister rebelliert. Eure besondere Verbindung mit dem lebendigen, intelligenten Kampfschiff Forsaken erlaubt euch waghalsige Manöver, wie sie sonst niemand in der Galaxie fliegen kann. Gemeinsam mit einer Gruppe Gleichgesinnter begebt ihr euch auf die Jagd nach den geheimnisvollen und düsteren Strippenziehern des Zirkels, um das Universum ein für allemal aus ihrer Unterdrückung zu befreien. Chorus. Ab sofort für PC, PlayStation und Xbox. Mit diesem Trailer wurde vor ein paar Tagen das Spiel Aftermath angekündigt, in dem wir in die Rolle der Ex-Astronautin Charlie schlüpfen und eine nicht näher spezifizierte europäische Stadt nach der Tochter der Protagonistin absuchen und dabei gegen jede Menge Gefahren kämpfen müssen. Also es kann unter anderem auch geschossen werden. Es soll aber auch ein bisschen Survival mit dabei sein und ein bisschen Horror. Insgesamt sieht es nach einem Third-Person-Action-Adventure aus, das zumindest was sein Setting angeht, durchaus ein paar interessante Ansätze hat, mit einer merkwürdigen Bedrohung aus wahrscheinlich einer anderen Dimension, die sich hier am Himmel manifestiert. Rauskommen soll das Spiel nächstes Jahr für PC, die neuen Xbox-Konsolen und für die PlayStation 5. Und das Studio dahinter hatte zuvor unter anderem The Suicide of Rachel Foster gemacht. Was ihr hier seht, ist neues Gameplay aus Gran Turismo 7, das ja am 4. März für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 rauskommen soll und das zuletzt eher ein paar flott geschnittene kurze Teaser veröffentlicht hatte. Jetzt gibt es tatsächlich mal ein etwas längeres, richtiges Gameplay am Stück zu sehen und insgesamt wird ja das erste Quartal nächsten Jahres relativ rennspiellastig, denn es hat sich jetzt herausgestellt, dass auch Grid Legends im ersten Quartal rauskommt. Und zwar am 25. Februar, also ein paar Tage vor Gran Turismo 7. Und das Spiel kommt auch nicht nur auf den PlayStation-Konsolen, sondern auch auf den Xbox-Konsolen und auf dem PC raus. Und wenn ihr davon noch mehr Gameplay sehen wollt, also von Grid Legends und auch mehr Informationen haben wollt, die Entwickler haben ein 17 Minuten langes Gameplay-Video mit Entwicklerkommentar-Einblendungen veröffentlicht. Das ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber es gibt auch noch ein Spiel, das Ende Februar rauskommt, allerdings nur für die PlayStation 5 und die neuen Xbox-Konsolen, weil es das für die anderen Plattformen schon gibt, nämlich die Next-Gen-Version von Assetto Corsa Competition, die jetzt auch einen neuen Trailer bekommen hatte, wo unter anderem auch ein bisschen die Wettereffekte gezeigt werden. Auch den habe ich unten verlinkt und da steht die Upgrade-Möglichkeit oder die Kaufmöglichkeit für die Next-Gen-Versionen am 24. Februar an. Also wirklich alles total geballt. Drei große, spannende Rennspiele in wirklich wenigen Tagen hintereinander. Mal schauen, wer sich da dann behaupten kann.
In der Monatsvorschau vor ein paar Tagen konnte ich euch nur sagen, dass die The New War Erweiterung für Warframe irgendwann im Dezember rauskommen würde. Jetzt gibt es aber tatsächlich auch einen genauen Release-Termin, nämlich am 15.12. ist es soweit. Dann kommt die bislang größte Story-Erweiterung oder Quest-Erweiterung für den Free-to-Play-Koop-Shooter, natürlich auch kostenlos, raus und wird dann auch gleich auf allen Plattformen veröffentlicht, wo es das Spiel aktuell auch gibt. Und um diese Release-Termin-Ankündigung würdig zu begleiten, wurde dieser, wie ich finde, sehr, sehr coole Render-Trailer veröffentlicht. Every once in a while, an assignment comes along that nothing can prepare you for. I fear that this might be such an assignment. Am nächsten Freitag, also am 10. Dezember, kommt für die PC-Version und die PS5-Version des Ego-Shooters Terminator Resistance eine DLC-Erweiterung raus, eine neue Story-Kampagne. Hier nochmal der Trailer zum Add-on. Where the hell is everyone? No bodies? No nothing. Seems like you've been appointed a special task. Alongside Kyle Reese, no less. What the hell are we doing here? Is all this really worth it, John? Sergeant. We're about to cross the Annihilation Line, and I'd like to know why. Because you were selected for this mission. That should be enough for you. All due respect, sir, it isn't. The success of our mission is everything. It's all that matters. Der DLC heißt übrigens Annihilation Line und spielt kurz vor dem Ende der Hauptkampagne, die ich jedem Terminator-Fan ans Herz legen kann. Ist kein perfekter Ego-Shooter, aber es ist ein wahnsinnig gutes Terminator-Spiel. People's lives depend on you. So can you manage that? Und bleiben wir gleich beim Thema Ego-Shooter, denn diese Woche gab es auch ein Update für Quake Enhanced, also die verbesserte Version, die im Sommer von diesem Ego-Shooter-Klassiker veröffentlicht wurde. Das Update 1.2 bringt jetzt einen Horde-Modus, den man zu viert spielen kann, wo es auch vier neue Maps gibt. Und es baut eine kleine neue Singleplayer-Kampagne ein, und zwar die Honey-Mod, die ursprünglich 2012 mal von einem der Level-Designer von Machine Games veröffentlicht wurde und jetzt nochmal für die Enhanced Edition ein bisschen aufpoliert und in das Mod-Menü integriert wurde. Letzte Woche hatte ich es zeitlich am Sonntag leider nicht geschafft, eine Trailer-Rotation zu machen. Es gab in der Woche aber zumindest eine ziemlich coole Ankündigung und die will ich jetzt nachholen, nämlich Man of War 2. Da gab es den allerersten Trailer zu, der auch tatsächlich schon ein paar Gameplay-Szenen zeigt zu dieser Fortsetzung des Echtzeitstrategiespiels von 2009. In dem neuen Spiel, das 2022 für PC veröffentlicht werden soll, wird es zwei Singleplayer-Kampagnen geben, sowohl
auf Seiten der Alliierten als auch auf Seiten der Russen. Es wird PvP und Koop-Modi geben. Es soll Mod-Support geben, große Schlachtfelder mit einer komplexen Physiksimulation und auch einer sehr detaillierten Zerstörung. Die Funktion Direct Control, also mit der man alle Einheiten auch selber direkt steuern kann, kehrt auch wieder zurück. Und insgesamt soll es über 300 Fahrzeuge geben. Um das Survival-Spiel Sons of the Forest, dem Nachfolger zu The Forest, war es ja in den letzten Monaten sehr still geworden. Der Release 2021 dementsprechend auch sehr unsicher. Jetzt gibt es aber einen neuen Trailer, den hier. Und es gibt einen Release-Termin, zumindest für die PC-Version. Am 20. Mai soll das Spiel rauskommen. Es ist allerdings noch nicht so ganz klar, ob das auch erstmal wieder eine Early-Access-Version ist oder ob die Entwickler diesmal gleich die Komplettversion raushauen. Aber ich würde aus der Erfahrung mit dem ersten Teil darauf tippen, dass sie wieder in den Early Access gehen. Denn das hat ja The Forest nicht geschadet. Im Gegenteil, es hat geholfen, dass das Spiel zu einem der beliebtesten Survival-Spiele überhaupt im Genre sich entwickeln konnte. In Sons of the Forest wird man diesmal übrigens einen Soldaten spielen, der auf der Insel abstürzt, und dementsprechend soll es auch mehr Schusswaffen geben, allerdings immer mit einem sehr beschränkten Munitionsvorrat. Zudem ist dieser neue Protagonist, also die eigene Spielfigur, der Sohn von der Spielfigur aus The Forest. Und am Ende des Trailers sieht man auch einen Soldaten oder zumindest jemand mit einer Waffe, der einen da verteidigt und tatsächlich dann auch sagt, Sohn. Also das könnte durchaus die Spielfigur aus The Forest sein, die man da sieht. Get down, son! What does it mean to be a video game developer? It means lying, boldly and brazenly to your audience, promising them release dates that are wildly outside the realm of reality. And when that promised release date has turned out to be a lie, you double down even harder on the next wildly unrealistic release schedule. Don't worry, you tell them. This is the one for sure. Round and round the cycle goes. Is there any video game in development at all? Who can say anymore? The lies have become the game itself, a promise indistinguishable from reality. Why do we keep letting them do this to us? They've betrayed our trust again and again. When will we learn to stop buying into every little... Oh, wait. What's this? Early 2022? Why, that's fantastic to hear. I'm so excited. But remember, developers, this is the last time I believe you. After this, your time is up. My patience is wearing thin, and I have so many new stories I want to tell. Better get back to work then. Tick-tock. TikTok. Das war natürlich der neue Trailer zu The Stanley Parable in der Ultra Deluxe Edition, die mit neuen Inhalten dann endlich 2022 für den PC und dann auch für die Konsolen rauskommt. Vielleicht der charmanteste Trailer der Woche. Und überhaupt natürlich eine tolle Erinnerung an das Spiel selbst. Und wenn wir schon bei Erinnerungen an Spiele sind, dann kommen wir zu unserem, ja, erstmal letzten Video für heute. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass wir jetzt jede Woche am Ende der Trailer-Rotation einen der neuen Trailer von, oder was heißt neuen Trailer, der wiederveröffentlichten, in HD aufbereiteten Trailer von Star Wars The Old Republic sehen würden. Aber nein, diese Woche schiebt sich Final Fantasy 14 dazwischen und ich sage nicht A Realm Reborn, denn das Video, was wir jetzt hier sehen, war damals eigentlich ein Trailer und ich glaube, es diente auch als Intro für das Final Fantasy 14, was vor Realm Reborn lief. How long must we wait? I grow weary of the company. The feeling, my dear, is mutual. Aha, what do we have here? No job is too daunting, as long as the coin is good. Bah, you'd sell your own mother if the coin was good.
My father, too. Now quiet down and help me decide. I've no particular preference. And why does that not surprise me? Choose as you will, Midlander. This beast our in a frenzy the likes I've never seen! Look out! He's right on top of us! Move, Lass, move! Das ist ja eigentlich eine Version, die Square Enix, also der Publisher, eher so ein bisschen unter den Teppich kehren wollte. Also zumindest eine Fassung, über die nicht viel gesprochen wurde natürlich in den letzten Jahren. Und jetzt, wo sich die Geschichte von A Realm Reborn mit der am Dienstag offiziell startenden Erweiterung Endwalker ja dem Ende zuneigt, beziehungsweise tatsächlich richtig abgeschlossen wird. Das Spiel geht natürlich danach weiter, es wird auch eine neue Geschichte geben, aber die Geschichte, die mit A Realm Reborn begann, die kriegt ein richtiges Ende mit Endwalker. Jetzt zumindest, wo dieses Add-on ansteht, da veröffentlicht Square nochmal diesen Final Fantasy XIV Trailer. Vielleicht haben Sie auch die Videos zu The Old Republic gesehen und sich gedacht, ach, das können wir doch auch. Wer weiß, auf jeden Fall immer noch ein tolles Video, auch wenn es das Spiel dazu offensichtlich natürlich nicht war, sonst hätten wir ja diesen Neustart für das MMO nicht gebraucht. Das ist das letzte Video für diese Woche in der Trailer Rotation und bevor jetzt jemand laut ruft, ja, aber was ist denn mit dem 15 Minuten langen Gameplay-Trailer zu Dying Light 2, Stay Human? Ja, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich den hier mit reinnehme. Wäre natürlich ein bisschen lang geworden, aber hätte man tatsächlich machen können. Aber ich werde diese Woche mal versuchen, ob ich es noch irgendwie auf der Reihe kriege, mit der USK zu sprechen und ob jemand da vielleicht bereit ist, ein bisschen drüber zu reden, wie eigentlich die Chancen für einen Deutschland-Release von Dying Light 2 aussehen und was das Spiel dazu machen müsste oder vielleicht nicht machen darf. Das ist ja einer der wenigen Titel, wo tatsächlich eine Initiierung in Deutschland durchaus noch passieren könnte. Das passiert ja inzwischen nur noch sehr, sehr selten, aber beim Vorgänger ist es noch passiert. Und daher ist das natürlich bei Dying Light 2 durchaus eine spannende Situation. Wenn das hinhaut, dann werde ich da die 15 Minuten, die es jetzt an neuem Material gab, einfach für das Video verwenden. Ansonsten hatten wir ja sowieso auch vor ein paar Tagen ein Vorschauvideo, nachdem mein Kollege Jonas das Spiel ausprobieren konnte, hier auf dem Kanal gehabt. Ich werde aber das Video trotzdem unten in der Videobeschreibung verlinken, also das neue Video mit den neuen 15 Minuten, die da gezeigt wurden.
look who's returned from his reverie. So nice of you to join us again. Well, don't keep us in suspense. This one. We'll start with this one. Ah, he speaks. Can we go now? Let us give the bard something to sing. Ja, das war doch ein ganz runder Abschluss für diese Trailer Rotation. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Start wie immer in die nächste Woche und wahrscheinlich gibt es dann am nächsten Sonntag die nächste Trailer Rotation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.